Ja, doch, wieder spontan Video im Liegen. Da wollte ich nur kurz berichten. Also ich habe ja in den letzten Wochen jetzt viel gekocht, gegessen und so weiter. Und heute war es so, dass ich einfach gewartet habe und erstmal nichts gegessen hatte, auch keinen Hunger hatte die ganze Zeit, den ganzen Tag nicht. Und habe ich halt gemerkt, ja, die Entgiftung wird jetzt ziemlich stark, habe aber trotzdem weiterhin nichts gegessen. Und dann habe ich gemerkt, wie der Körper oder der Geist automatisch wieder in Anführungszeichen auf Lichtnahrung umgestellt hat. Das erkläre ich mir so, dass einfach so viele Gifte kamen, dass der Körper dann einfach mehr Lichtnahrung generiert hat, um damit besser klarzukommen. Ich habe gemerkt, wie ich wieder viel mehr mich öffne und viel mehr alles automatisch fließt. Und das kam jetzt automatisch dadurch, dass halt die Gifte höher wurden. Und das Gleiche habe ich auch im Trockenfasten, wenn halt die, da wird halt auch die Entgiftung zu stark, also sehr stark. Und dann switcht der Körper automatisch irgendwie um auf den Modus, wo er sehr viel Lichtnahrung zusätzlich noch generiert. Falls man das einmal so einprogrammiert hat, also einmal so durchgehalten hat, also wenn man einmal zum Beispiel ein Trockenfasten gemacht hat, ein längeres, das einmal erlebt hat, dass der Körper halt automatisch umswitcht, damit er halt nicht von den Gift in den Giftung abnippelt, dann wird das so einprogrammiert. Und je öfter man das macht, desto stärker wird das einprogrammiert. Und je mehr man auch darauf meditiert und das auch visualisiert, mittlerweile passiert das dann halt irgendwie automatisch. Bei mir habe ich jetzt gemerkt, wenn halt die Entgiftung zu stark wird. Und dann habe ich mich super, super gefühlt, mein Appetit, doch irgendwas war wieder komplett weg und musste halt nichts essen. Ja, das ist halt so die Sache. Und wenn ich aber wieder zu viel insgesamt esse, da ist es eigentlich fast schon egal, ob Rohkost oder nicht Rohkost, dann switcht der Körper wieder um, sagt doch, muss ich mich jetzt gar nicht mehr anstrengen, ich krieg ja wieder, beziehungsweise nicht, ich krieg ja wieder, sondern die Entgiftung wird dadurch ja wieder gestoppt durch neues Essen. Das heißt, es ist dann wieder deutlich weniger anstrengend für den Körper, deswegen muss er halt nicht kompensieren, indem er halt mehr Lichtnahrung generiert. Was natürlich dann, also im Fall der Rohkost ist das halt nicht schlimm, weil man dadurch nicht neu vergiftet wird. Aber man entgiftet natürlich dann auch deutlich langsamer. Und im Fall der Kochkost ist ja klar, dann vergiftet man sich wieder teilweise neu. Ja, also das fand ich halt ganz interessant zu beobachten. Ich überlege die ganze Zeit, ich wollte eigentlich, glaube ich, noch was sagen, hab's aber vergessen. Ja, ich war dann auch viel wieder in der Natur, was mich dazu hingezogen hat. Ich habe dann schon halt so Verlangen, so ein bisschen nach Früchten, aber nicht so sehr, dass ich jetzt unbedingt Früchte essen müsste oder so, sondern eher so, ach ja, könnte ich machen, muss aber nicht unbedingt. So ist das ungefähr und ich fühle mich da trotzdem sehr, sehr energetisch und sehr leistungsfähig. Und wenn ich dann Früchte esse, dann ist es einfach nur so, dass ich mich ja ein bisschen erleichtert fühle und runterfahre, runterkomme. So eine Art geistiger Sessel, wo man sich reinsetzt und ausruhen kann. Und danach ist es ziemlich einfach, dass der Körper wieder umswitcht auf Lichtnahrung, weil halt die Früchte die Rückvergiftung nicht so sehr stoppen und teilweise sogar noch die Entgiftung anregen. Deswegen ist es mit ein paar Früchten als Supplement eigentlich ziemlich einfach, komplett immer einen hohen Anteil an Lichtnahrung zu haben. Besonders wenn man halt mal so Trockenfasten trainiert hat. Ich habe jetzt die letzten 4 Tage auch nur so 2 Stunden jeweils geschlafen. Das war diesmal aber nicht so, wie als ich zum letzten Mal genau das berichtet habe, wo ich dann nur einen ganz leichten Schlaf hatte und luzide geträumt habe. Dass es sozusagen automatisch kam, ich automatisch wieder aufgewacht bin und fit war. Sondern, dass ich das jetzt einfach trainiert habe, weil ich bin jetzt deutlich vergifteter. Und dadurch hat der Körper auch einen höheren Drang, sich zu reparieren. Der Schlaf ist halt nur dafür da, um zu reparieren von Giften. Und wenn halt keine Gifte da sind, auch vom Stress nicht. Und gleichzeitig, weil halt immer Gifte da sind, die Eigenschwingung so hoch ist, dass die restlichen Gifte verbogen werden. Dann braucht der Körper halt auch keinen Schlaf mehr, um sich zu reparieren, um zu regenerieren.
Das hatte ich halt irgendwann auch gehabt für ein paar Tage, dass ich halt gar keinen Schlaf mehr brauchte und trotzdem halt weiterhin durchgehend fit war. Aber das war mir halt noch so zu krass irgendwie. Dieses Maß an Energie und sich von der Physikalität gelöst zu haben. Ja, also ich merke auch, wenn ich halt deutlich darauf meditiere, meine Schwingung hochzuhalten, dann habe ich sofort, bekomme ich sofort nicht Magengrummel, sondern so Darmbewegungen, was dann aber auch so Grummelgeräusch macht. Das ist halt, es fließt einfach alles besser durch, wenn man sich selber, ja, wenn man seine eigene Schwingung durch Meditation einfach erhöht, weil dadurch hebt man sich halt aus dieser Physikalität mehr raus und dadurch fließt dann alles Physikalische besser durch den Körper durch und beeinflusst eigentlich mehr so. Das ist auch der Grund, warum einige Menschen Scheiß essen, viel Scheiß essen und trotzdem relativ gesund sind und relativ dünn dabei sind, weil die dann einfach eine eigene hohe Schwingung haben. Eine hohe Eigenschwingung, nicht eine eigene hohe Schwingung. Ja. Und ich merke halt, je mehr ich wieder ins Essen reingehe, desto schwerer fällt es mir, ein gewisses Maß an Frequenz aufrechtzuerhalten. Und je weniger ich esse, dann geht es automatisch wieder höher. Dann kompensiert der Körper das wieder, weil die Entgiftung dann stärker wird. Und um halt Energie zu haben, muss halt die Eigenschwingung erhöht werden. Und wir leben halt sowieso von uns selber, von unserer eigenen Schwingung. Und deswegen kann man das halt so machen und gleich viel Energie haben. Wobei ich Früchte halt trotzdem sehr empfehlen kann. Und ich rede halt auch von Regionen, wo die meisten noch lange nicht sind und auch nicht, wahrscheinlich auch nicht in diesem Leben hinkommen werden. Also deswegen, also diese Videos sind auch halt für Leute, die schon auf dem Weg sind und mit denen das halt stark resoniert, dieser Weg. Für den Durchschnittsmenschen empfehle ich einfach eine zu 85 bis 100%ig prozentige vegane Ernährung, die fettarm und salzarm ist und halt nicht so viele Fertigprodukte. Alles darüber hinaus ist halt für Leute, die halt nach höheren Dingen streben, für die diese Erfahrung auch mit der normalen Ernährung und so weiter, auch mit veganer Ernährung einfach zu langweilig geworden ist und das alles schon sozusagen kennen und einfach nach mehr streben und ja einfach das Göttliche in sich selber auch suchen und manifestieren wollen. Und das ist halt dann dieser Weg. Ja, ist sehr interessant mit dieser Eigenschwingung und Meditation. Ich merke auch, wenn ich halt in der Natur bin, dann wird die Schwingung automatisch ziemlich stark erhöht und man tankt die ganze Zeit ununterbrochen total Energie. Der Hunger geht deutlich weg. Oder der Appetit. Ja. Und als ich dann heute ein paar Früchte gegessen hatte, obwohl ich halt nicht so wirklich das Bedürfnis danach hatte, ich habe einfach gemerkt, je stärker, also je mehr Zeit vergangen ist, desto stärker wird die Entgiftung und desto höher wird meine Frequenz einfach und deswegen hatte ich immer gleichbleibende Energie. Und das geht mittlerweile automatisch. Also es ist halt so eine unterbewusste Meditation oder das habe ich schon sozusagen einprogrammiert. Also es geht viel darum, dass man halt an seinem Geist rumprogrammiert. Das ist, also der Geist ist halt wie gesagt die treibende Kraft und im Prinzip ist alles Geist, auch der Körper. Nur halt eine sehr dichte Form davon, deswegen erscheint es als dicht, weil unsere Wahrnehmungsorgane, das heißt zum Beispiel der Tastsinn und unsere Augen halt, dafür erscheint das einfach als etwas Festes. Dabei ist es einfach nur eine ziemlich niedrige Schwingung. Es ist nicht fest, aber es ist einfach langsam schwingend und deswegen erscheint es als fest. Wir haben ja keine Wahrheitsorgane. Die Organe können keine Wahrheit erkennen oder wahrnehmen, sondern sie können halt nur Dinge für wahr nehmen. Deswegen sind es Wahrnehmungsorgane. Und wir nehmen halt für wahr, ich fasse das an, also ist das fest, aber die Quantenphysik hat schon lange bewiesen, seit dem Jahrhundert, dass es eben nicht fest ist. Und deswegen ist alles im Prinzip Geist. Das ist die anerkannte wissenschaftliche Meinung dazu. Ja, ich weiß es aber gar nicht mehr, wie ich jetzt letztlich darauf gekommen bin. Ach ja, durch Programmierung. Das heißt, man kann seinen Geist halt wirklich stark umprogrammieren und es ist halt wichtig, wirklich diese geistigen Arbeiten zu machen. Aber durch Fasten zum Beispiel kommen diese Dinge auch automatisch. Also es muss halt nicht unbedingt sein.
Aber ab einem gewissen Level wird es unabdingbar, weil halt wirklich alles sehr stark ins Geistige verschoben wird. Und dann sind natürlich auch geistige Aktivitäten umso wichtiger. Beziehungsweise ja sehr zentral, weil der Körper eigentlich fast gar keinen Raum mehr einnimmt. Und nur noch der Geist sozusagen da ist und der Körper nur noch so eine Art Verlängerung oder so eine Art Werkzeug sich zumindest so anfühlt. Ich habe dann, wie gesagt, trotzdem ein paar Früchte gegessen, habe dann einfach gemerkt, es waren ein paar Kaktusfeigen und habe gemerkt, dass mir das reicht, dass mir das halt gut getan hat, geistig und körperlich. Und dass mich das auch ein bisschen entspannt hat und dass ich dadurch aber zufrieden bin. Hab dann aber wieder experimentiert, wie ist das denn, wenn ich jetzt trotzdem noch mehr Früchte esse, weil ich könnte jetzt noch mehr Früchte essen, muss nicht unbedingt könnte, aber hab's dann gemacht. Entschuldigung. Und hab mich dann auch ganz gut gefühlt, aber gleichzeitig habe ich mich so gefühlt, als würde der Körper halt total in den Sessel reingelegt werden. Ja, oder halt irgendwie in so eine, wie eine Art, das ist wie eine Art Zuflucht zu einer Mutter irgendwie oder zu irgendeinem Elternteil, wo man sich dann wohl fühlt, genährt fühlt halt und sicher fühlt in einem sicheren Hafen. Aber im Prinzip will ich das halt nicht mehr. Im Prinzip will ich halt komplett selbstverantwortlich für mein Leben sein. Und deswegen will ich das alles durch meinen eigenen Geist schaffen. Und die Früchte sind quasi nur so von Gott erschaffen, um uns so lange von Mutter Erde zu ernähren, bis wir halt wirklich erwachsen sind und halt uns durch uns selber ernähren können, was auch immer der Fall ist, dass wir uns durch uns selber ernähren. Nur reicht, also sind wir noch nicht so weit, dass es reicht, um die Gifte in der Umwelt und das, was wir dadurch, was wir vorher schon die ganze Zeit an Crap gegessen haben, zu verbiegen. Und deswegen gibt es da auch halt verschiedene schnelle Wege. Man kann das instant schaffen, also man kann sofort seine Schwingung so weit erhöhen, auch als Fleischesser, dass man nichts mehr trinken und essen muss. Man kann es aber auch 20, 30, 40 Jahre machen. Jasmin zum Beispiel hat 23 Jahre gebraucht, um komplett auf Nahrung verzichten zu können. Also der überwiegende Teil, ich glaube 90% oder 80%, die haben mindestens 5 Jahre lang täglich diszipliniert meditiert und ihre Ernährung erst auf vegetarisch, vegan, Rohkost, frutarisch umgestellt, bevor sie halt wirklich mehrere Monate, also mindestens 6 Monate danach komplett ohne Essen und Trinken gelebt haben. Und es gibt dann halt so ein paar Ausnahmen, die haben halt in vorherigen Inkarnationen schon diese ganze Sache, diese Metaphysik studiert und in sich einprogrammiert, umprogrammiert und haben in dieser Inkarnation einfach nur noch für sich die Aufgabe, das umzusetzen, vielleicht noch ein bisschen abschließen, was zu lernen und das umzusetzen. Und deswegen ist halt auch jeder anders und deswegen kann man auch keine allgemeinen Empfehlungen geben. Deswegen versuche ich möglichst in verschiedenen Stufen oder für verschiedene Ernährungsstufen Tipps und Anregungen zu geben. Und ich selbst, also mir selber ist es auch zweitrangig geworden, wo ich da stehe. Also es wird immer vegan sein und fettarm, salzarm zum Beispiel. Aber wo ich da jetzt genau stehe, ist mir ja eigentlich relativ egal, weil ich so weiß, dass es mich automatisch zum Richtigen hinführen wird irgendwann. Und deswegen mache ich mir einfach keinen Stress mit. Aber weil ich jetzt ungefähr so 6 Wochen oder so wieder gekocht gegessen habe, habe ich jetzt eigentlich wieder genug davon. Ich bin davon geistig gesättigt, brauche das nicht mehr wirklich. Also jetzt für diese Phase bin ich davon wieder einfach zufriedengestellt und es war auch sehr schön und jetzt bin ich halt wirklich bereit, also jetzt zieht es mich automatisch einen Schritt weiter vor, habe ich mich halt in Anführungszeichen dazu gedrängt, um halt Erfahrungen zu machen in höheren Bereichen, wie es da ist und ob das wirklich so geil ist und so weiter, um dann wieder zurückzugehen, um in meinem Hier und Jetzt zu sein, wo die Ernährung halt keine Anstrengung darstellt, sondern halt wirklich ein Wohlgenuss ist. Und jetzt zieht es mich halt automatisch wieder zum roh-veganen, schrägstrich frutarischen.
Und deswegen beim nächsten Einkauf habe ich mir dann schon vorgenommen, werde ich keine Stärke und solche Sachen mehr einkaufen. Ich kann mal kurz vorlesen. Also ich werde mir wahrscheinlich eine Kiste Orangen holen für 20 Euro, zwei Zuckermelonen, eine Packung Tiefkühl-Heidelbeeren. Heidelbeeren sind nicht belastet, Erdbeeren und Himbeeren schon. Deswegen als Tiefkühlbeeren nehme ich dann die Heidelbeeren. Dann werde ich ungefähr 7 Kilo Bio-Bananen nehmen. Ja, ziemlich schade. Mein Vater hatte mich vor einer Stunde angerufen. Der stand vor dem türkischen Markt. Da hatte der eine ganze Kiste von total, also ziemlich braunen Bananen. Und die hat er wahrscheinlich extra für mich rausgestellt, weil ich hatte eine Woche vorher gefragt, wo die Tochter da war, ob die halt Bananen haben, die halt sonst wegwerfen müssten, die würde ich dann nehmen. Waren dann aber noch nicht ganz reif, bin ich nochmal 2 Tage später hin, dann war da aber irgendwie der Sohn oder so da und der hat gesagt, nee, wir haben nichts. Und dann war ich halt das Wochenende über in Alpen beim anderen Haus, da konnte ich dann auch nicht mehr hin. Und jetzt am Montag hatte ich dann kein Geld mehr, weil ich schon einkaufen war. Deswegen konnte ich die auch nicht nehmen, aber mein Vater hatte mich angerufen. Aber irgendwie war ich gerade nicht in der Nähe von meinem Telefon, Handy. Und leider hat er die dann nicht mitgenommen. Und jetzt hat er die extra für mich da rausgestellt gehabt. Finde ich natürlich blöd. Vielleicht sind die noch morgen da. Gehe ich dann direkt mal morgen früh gucken. Ja, die Bananen, die nehme ich dann eigentlich nur für Smoothies. So schmecken mir die nicht. Dann mache ich zum Beispiel 4 bis 7 Bananen und eine Mango. Ansonsten ist das einfach zu dickflüssig, nur Bananen. Oder 4 bis 7 Bananen und dann halt 52 Gramm Tiefkühlheidelbeeren oder frische. Oder Bananen und Salat oder Brennnessel und ein bisschen Wasser. Ja, zum Beispiel. 4 Fleischtomaten hole ich. Einmal Datteln, so als Backup-Plan. 4 Packungen Kaktusfeigen, das sind 2 Kilo für 4 Euro. 3 Bio-Mango für 4,50. 2 Bio-Paprika, 2 Bio-Hokkaido-Kürbisse, die ich als Backup-Plan auch backen werde. Also das ist halt dann schon noch so mein Backup-Plan. Und Jasmin hat beschrieben, dass sie hatte erst 2 Jahre nichts gegessen, nichts getrunken und dann 5 Jahre lang hat die ungefähr so 200, 300 Kalorien am Tag zu sich genommen. Das bestand aus einem Ingwertee mit Sojamilch und Zucker oder Kürbissuppe. Und beides soll sehr gut in den Schwingungen halten, wo halt mehr Lichtnahrung generiert wird. Also sie beschreibt es als Theta- und Delta-Wellen. Das sind eigentlich langsam schwingende Wellen. Aber das zu erklären ist jetzt zu kompliziert. Das wäre ein anderes Video. Einmal Tomatenmark, einmal Demeter Tiefkühlspinat. Wahlweise nehme ich aber halt Brennnesseln, einen Salat, einmal Bio-Ingwer und einmal von Aldi Bio-Trockenmango. Und dann eventuell noch als Backup ein paar Säfte. Zum Beispiel Apfel-Mangosaft von DM. Der rote Bio-Multisaft vom Edeka, Demeter-Säfte und vielleicht mal ein Bananennektar. Und dann noch Gemüse zum Backen. Kohlrabi, Zucchini, Sellerie, Möhre, Petersilie, Zwiebel, Lauch. Und dann kommen da auch mal so ein, zwei Kartoffeln oder so rein. So als Auflauf, was ich halt auch schon als Video hochgeladen habe. Das ist dann so Backup-Plan. Also es muss nicht komplett Rohkost sein. Es kann halt auch mal sowas sein, was halt dann schleimfrei ist. Beziehungsweise im Fall des Hokkaido-Kürbis hätte ich dann schon 200 Kalorien aus Stärke. Aber das ist halt auch egal. Also momentan noch. Also so streng mache ich es dann erstmal nicht. Das ist aber so der Schritt, dass ich zumindest weglasse wieder den Basmati-Reis, Buchweizen, Quinoa, Hafer, Roggen, Dinkel, Dinkelnudeln, Kartoffeln im größten Maße. Und auch alles andere, also auch Avocado und Nüsse möchte ich eigentlich eher weghaben, weil ich merke auch, wenn ich mich halt satt esse an Früchten oder zur Not gebackenem Gemüse, dann habe ich kein Bedürfnis mehr nach Fett. Das heißt, wenn ich Bedürfnis nach Fett habe, ist es einfach nur Appetit und Hunger und den kann ich dann halt mit besserem stillen, also was halt nicht so schleimbildend und runterziehend ist. Ja, und Salat werde ich dann halt auch, also was mich dann gut erdet, das wird dann sein, anstatt von gekochten Salat plus Tomate plus Apfel oder zur Not Salat plus Tomate und Avocado. Und davon kann man dann auch richtig, richtig, richtig viel essen und ist dann gut geerdet.
Ja, dann habe ich gesehen, der Apfelbaum beim Nachbarn, da fallen die Äpfel gerade schon runter. Das sind richtig schöne Äpfel, die einfach schon aussehen. Da werde ich dann mal fragen, ob ich da ein paar von haben kann. Und in 2 Wochen werden auch circa die Pfirsiche bei uns im Garten reif. Brombeeren sind gerade reif. Deswegen, ich werde da jedes Wochenende hinfahren. Frischen Traubensaft werde ich mir machen aus Paleri-Trauben. Die sind nach dem Black Magic Trauben, die am wenigsten belastet sind, also fast gar nicht. Das sind dunkle Trauben, die gibt es momentan für 1,60 € im Norma hier und diese Woche auch bei Edeka im Angebot. Diesen Saft vertrage ich momentan ganz gut. Orangensaft wird es natürlich dann geben durch die Kiste Orangen. Heidelbeeren mal so gegessen. Äpfel, Zuckermelonen, Kaktusfeigen, Smoothies. Oder halt nichts essen. Trockenfasten, Saftfasten. Ja, und dabei belasse ich es mal.